Die Sonne schwindet. Wir haben jetzt fast alle Montagen ausgelegt. Rübergehen, rübergehen. So. Mai. Hi, ich grüße euch alle hier bei mir aus dem Bulli. Der Bulli ist voll. Ich bin auf dem Weg ans Wasser. Diesmal geht's an einen kleinen See und dort wollen wir Waller fangen. In dem Video geht's also um das Angeln an kleineren stehenden Gewässern auf Wels. Wir werden an diesem Wochenende jetzt, was uns bevorsteht, einen Waller-Workshop mit interessierten Anglern abhalten, wo wir den Teilnehmern alle fängigen Montagen sowohl vom Ufer ohne Boot als auch mit Einsatz des Bootes und Echolot genau im Detail vorstellen. Es wird also mega spannend. Wir werden euch zeigen, wie ihr vom Ufer verhedderungsfrei eure aufgepoppten Tauwurmbündel an den heißen Bereichen präsentieren könnt, aber auch wie ihr mit dem Boot, sofern es bei euch an eurem kleinen Gewässer erlaubt ist, vernünftig eure Montagen, die sogenannten Freestyle-Montagen, an Hindernissen, an Bäumen, an effektiven, interessanten Kanten präsentieren könnt. Ich nehme euch mit. 2 Stunden Fahrt liegen noch vor mir, dann kommen wir an unserem Zielgewässer an. Ich bin wirklich gespannt. Die Wetterlage ist gut. Wir haben heute und morgen noch richtig warmes, sonniges Wetter. Samstagabend zum Sonntag hin wird das Wetter dann umschlagen, laut Wetterbericht. Wir werden eine Abkühlung bekommen und auch etwas Regen wahrscheinlich, sofern das alles so eintrifft, was die Wetterprognose uns prophezeit. Es wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran. Jetzt geht es erstmal an den See. Dann zeige ich euch den See. Und dann geht es ans Montagenbauen, an die richtigen Wallermontagen für kleine stehende Gewässer. Ab geht's. Hier ist unser Punkt. Jeden Moment müssten wir am See eintreffen. Fahrt war problemlos. Ein paar Workshop-Teilnehmer sind schon da. Und jetzt zeige ich euch gleich das Gewässer. Vor 2 Jahren waren wir schon mal hier und konnten auch den ein oder anderen Wels fangen, darunter auch einen Ausnahmefisch, einen richtig starken Mandarin, also ein knallgelben Waller. Hier ist der See. Ein paar sind schon ganz aufgeregt, die konnten es gar nicht erwarten, die haben schon aufgebaut. Und ich glaube, meine Jungs, die mir helfen, vom Workshop-Team, sind auch schon vor Ort. Müssen wir jetzt gleich mal schauen, wie wir einen Plan machen. Ich zeige euch erstmal das Gewässer und dann geht es ans Montagenbauen. Wir haben jetzt 12:30, also noch gut Zeit, alles vorzubereiten, und dann sind wir mal gespannt, ob das Vorhaben Welsangeln am kleinen See Erfolg bringt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier hinten hinter den Hecken seht ihr schon den See. Ganz spannendes Gewässer. Vorne ist so ein Einlauf, eine kleine Insel, wo es noch ein bisschen ins Landesinnere hinten reingeht. Wir haben hier viele Möglichkeiten zum Welsangeln. Und genau neben dem See liegt der Regen, fließt der Regen, hier hinter dieser Kante. Vielleicht werden wir da auch in naher Zukunft mal so einen Workshop anbieten. Jetzt bei dieser Aktion, habe ich euch ja versprochen, werden wir uns rein um das Angeln in stehenden Gewässern kümmern und hier unser Wallerglück versuchen. Ich zeige euch jetzt aber mal
den Fluss hier direkt nebenan. Und das Spannende ist ja, wenn das Wasser richtig hoch ist und der Fluss ansteigt, können die Fische auch wechseln. Ja. Und so ist man nie gefreit und weiß auch nie genau, was da in so einem See, in so einem kleineren Gewässer zu holen ist. Hier seht ihr. Herrlich. Herrliches Fleckchen. Und jetzt geht es dran, dass wir die ganzen Leute auf ihren Plätzen verteilen. Bauen erstmal die Zelte auf. Wir dürfen hier in dem Gebiet Nachtangeln. Das ist natürlich vorteilhaft und wichtig für so einen Workshop mit einer größeren Gruppe von Anglern, dass alles regelkonform abläuft. An dem See hier, wenn ihr selber Interesse habt, könnt ihr auch privat herfahren. Ich werde in der Videobeschreibung unten euch den Kontakt einblenden, wenn ihr mal ein Wochenende Zeit habt oder Lust habt auf Wels oder auch auf Karpfen zu angeln. Kriegt ihr die Kontaktdaten unten vom Franz Fischer und könnt euch hier dann auch ganz problemlos Tageskarten oder Wochenkarten holen. So, jetzt gehen wir mal hier noch kurz durch und dann werden wir alle Teilnehmer versammeln, besprechen ein bisschen die Techniken, wie wir vorgehen werden und dann geht's schon los. Ja. Ich zeige euch noch mal ein bisschen was vom Gewässer. Hier drüben seht ihr diesen spannenden Bereich, die kleine Insel, wo dahinter noch Buchten reingehen. Da werden wir aber auch gleich mal mit dem Boot reinfahren und euch das näher zeigen. Also wir haben hier alle Möglichkeiten vom Grundangeln mit unserem Wurm-Pop-Up-System bis zum Spannen, Bojenangeln, Knochenangeln. Die Knochenfischerei habe ich euch schon mal in einem Video vor 2 Jahren hier speziell an diesem Gewässer vorgestellt. Da kam auch ein guter Fisch drauf. So, da wird gerade ausgepackt. Alle Leute verteilen sich hier am Gewässer. Martin ist schon ein bisschen weiter als ich. Der hat sogar schon sein Boot im Wasser. Boote mit E-Motor dürfen wir jetzt hier beim Workshop benutzen. So, die Fiederruten sind auch schon drin von ein paar Teilnehmern. Frische Köder sind wichtig. Und dann geht's los. Da können wir dann ruhig nur mal einen nehmen, der wo vielleicht. Geschäftiges Treiben. Ich gehe mal kurz hier raus. Wir bereiten jetzt mit den ganzen Teilnehmern hier für das Angeln am stehenden Gewässer die passenden Vorfächer vor. Ich werde euch nachher auf dem Boot noch mal im Detail alles vorstellen, wie wir vorgehen, was wir zusammenbauen. Erstmal jetzt hier mit den Jungs live vor Ort und dann erkläre ich es euch noch mal später beim Auslegen, welche Montagen direkt zum Einsatz kommen. Und viele so Offboard, da mal was rein tut. Ja, das ist für den Fluss. Ja. Das geht nur für zum Aufbohren. Bruno, ich habe da eine Stärken drin und wenn ich die jetzt nicht auffülle, dann sehe ich nichts mehr. Da, da oben. Was ist da mit oben? Aber das ist unhöflich. Wir haben die ersten Montagen fertig gebaut. Ich zeige euch nachher noch mal im Detail, wie die Montagen alle gebaut werden, dass ihr sie zu Hause auch nachbauen könnt. Wir haben jetzt hier ein ganz typisches Vorfach zum Freestyle-Angeln. 1,20 Meter geflochtene Schnur, 1,2 mm stark. Darüber ein 30 Gramm klonte Dark Frontzone Blei, 2,0er Einzelhaken. Und am Ende ein 1,0er Drilling für die Präsentation von Köderfischen hier dicht an den Hecken. Hier seht ihr eine der erfolgreichsten Grundmontagen, die ihr auch ganz problemlos vom Ufer aus werfen könnt. Vor allen Dingen, wenn ihr euch nicht so sicher seid, was am Gewässergrund da los ist, ob eventuell ein bisschen Kraut unten ist, ein bisschen Gras unten ist. Unser Wurm-Pop-Up-System hier in der einfachen Ausführung mit einem Drilling. Also da könnt ihr problemlos
11, 12 Tauwürmer draufspießen. Also ich sage ja eigentlich immer 3 Würmer pro Hakenspitze, also 9 bis 12, manche fummeln auch 4 Stück drauf. Würmer finden hier Platz. Das ganze System stellt sich dann vom Grund, also die Länge des Auftriebs wird immer bestimmt vom Wirbel hier, bis hin zu eurer U-Pose. Es stellt sich dann vom Grund schön lockend auf. Die Würmer tentakeln neben der U-Pose, übergrundlockend. Ganz tolle Sache, werden wir gleich mal einsetzen. Zeige ich euch auch nachher noch mal im Detail, wie ihr es zu Hause nachbauen könnt, wenn die Teilnehmer hier ihre Ruten im Wasser haben und ein bisschen Ruhe einkehrt. Boot ist im Wasser. Wir fangen jetzt im vorderen Seebereich an, die ersten Ruten zu setzen. Ich fahre jetzt vor, die Jungs abholen und schauen wir mal, was wir machen. Wassertemperatur, Echolot geht langsam noch runter. Also der Geber war ja die ganze Zeit jetzt in der Sonne gelegen. Schauen wir mal, wo das hinrattert. Bis jetzt haben wir 26 Grad, aber ich denke, es wird noch ein bisschen kälter. Richtig spannend bewachsenes Ufer. Also hier drüben ist definitiv Ruhe, hier ist nichts los, auch keine Angelplätze freigeschnitten. Und wir werden jetzt versuchen, von der anderen Seite drüben, hier drüben, oh, ist ein Vogel noch abgehauen in den Hecken, diesen Uferbereich erstmal hier mit Spannmontagen, mit sogenannten Freestyle-Montagen, mit unseren Ködern zu versehen. Das ist die erste Montage, die jetzt hier zum Einsatz kommt. Hier seht ihr den Angelplatz ganz gut. Es läuft von der 2 Meter Rinne hoch ins Flache. Ich fahre mal mit euch dann ein bisschen rein jetzt. Ganz dicht am Ufer läuft es jetzt hoch in den Uferbereich. Und in diese abfallende Kante nach außen hin kommt die erste Freestyle-Montage. Jetzt hier auf dem Boot bei der Blattsuche, beim Auslegen, ist natürlich so ein kalter Kaffee, der gleichzeitig auch satt macht, aber auch Geist und Körper wach hält. Eine ganz willkommene Abwechslung. Denn 15 Workshop-Teilnehmern jetzt hier die Routen rauszufahren, das wird schon eine Zeit lang dauern. Und da ist so eine leckere Trinkmahlzeit richtig willkommen. So, wo ist mein Mann? Flo! Die nächste Route wird auch drüben am Ufer in die Hecken gefahren, also die Montage, dort direkt vor den Büschen präsentiert. Hier setzen wir auf ein Doppeldrilling-System, ein saftiges Tauwurmbündel. Wird da jetzt garniert, also aufpassen, die Haken sind scharf. Ist auch immer in so kleineren Gewässern, dicht an den Hindernissen, ein ganz leckerer, verführerischer Happen. Hier müssen wir nur auf jeden Fall permanent, also die Rute beobachten, sollte man immer beim Angeln machen, aber hier kann schon ein leichter Klingler oder eine leichte Köderbewegung bedeuten, dass Weißfische, Barsche sich am Köder zu schaffen machen und den abfressen, also hier bei der Präsentation von so einem Wurmbündel müssen wir definitiv immer mal wieder nachkontrollieren, nachschauen, dass nicht, wenn es dann dunkel wird und die Waller hier auf Beute zugehen, unsere Haken leer sind. Das ist wichtig beim Angeln mit Tauwürmern. Was hast du da gemacht? Nasses Zeitung, ja. Rein? Weil ich habe daheim ein 1000 Liter Aquarium. Und ich habe so einen Waller drin und ich fädere den mit denen. Und mit dem Zeitungspapier hält es länger? Mit dem Zeitungspapier habe ich erstens immer so dreckige Finger und die fressen das Zeitungspapier. Und die Würmer sind länger fit, ja. Und wachsen noch. Ja. Das ist natürlich ein Megatipp, ja, da muss man erstmal drauf kommen. War für mich jetzt auch neu, ich habe es schon oft bei Anglern gesehen. Aber die Erklärung jetzt von Flo, einleuchtend. Durch Zeitungspapier, also weniger Erde, habt ihr saubere Finger. Mein Boot beim Klopfen oder so sieht ja als aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte, wenn überall die Wurmerde rumfliegt. Und die Würmer ernähren sich von dem Zeitungspapier, werden also größer und die sehen richtig gut aus. Man lernt immer dazu.
Wir haben hier in der Seemitte jetzt eine Tiefe im vorderen Seebereich von knapp 3 Meter. Ihr seht da überall kleine Fische rumwuseln. Und wo diese Kante jetzt zum Ufer hin aufsteigt, genau dort wollen wir unser Tauwurmbündel hinsetzen. Hier geht es langsam hoch. Immer noch 2 Meter. Jetzt steigt es an hier. Und jetzt sind wir schon ziemlich genau hier vor den Hecken. Und ich denke, hier werden doch Fische lang patrouillieren, dass man den Köder so in der abfallenden Kante jetzt hier bei 1,50 ungefähr mal präsentieren. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen weiter rumgesucht, obwohl wir den Spot davon an dem Busch nehmen wollten, aber wir haben jetzt hier noch einen interessanteren Bereich gefunden. Der nächste Busch ist noch mal tiefer direkt am Ufer und hier vorne haben wir auch richtig, weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, Holz im Wasser, so eine richtige kleine gemütliche Ecke hier. Und da werden wir jetzt reingehen. Direkt vor das Holz. Mut zum Hindernis. Das ist beim Wallangeln ganz wichtig. Bei jeder Angelei, denn die Fische lieben Hindernisse. Und hier diese Ecke. ,90 noch direkt am Ufer. Hier werden wir jetzt den ersten Ausleger montieren. Flo hat die Auslegeschnur jetzt an einem stärkeren Ast im Busch direkt fixiert. Ich fahre jetzt langsam raus. Ich habe hier eine Spule alte Wallerschnur dabei. Die wickeln mal langsam ab. Beobachten jetzt dabei das Echolot. Hier fällt es langsam runter. Und genau hier vors Holz halten wir fest. Genau hier würde ich das Wurmbündel hinsetzen. Ich habe jetzt hier schon einen leichten Ausleger vorbereitet. Am Ende ein kleines Stück. Eine 0,35er Mono als Reißleine, leichter Ausleger, den man auch nachts gut wiederfindet und gut zieht. Kurzes Stück geflochtene drauf, wird jetzt einfach mit unserer Schnur hinten verbunden, kann es einfach anknoten in der Schlaufe. Hier ist jetzt unser saftiges Tauwurmbündel. Auf dem Vorfach haben wir kein Frontzone-Blei drauf, weil der Köder sehr, sehr leicht ist und wir hier keine Strömung haben. Die Würmer sollen schön von alleine darunter tentakeln. Braucht man das Blei nicht. Wir können jetzt schon mal ins Wasser setzen. Oberhalb haben wir unseren Gummi. Kommt ein Klicktisch rein. Wir können da vorher ein bisschen anfeuchten. Zur Tiefeneinstellung. Direkt darüber läuft unser Wirbel. Unser Reißlein-Konnektor. Hier wird jetzt einfach die Reißleine eingeklinkt. Jetzt fahren wir nochmal an den Spot direkt hin, damit wir die Tiefe richtig einstellen können. Ein 1,50 Meter Wassertiefe in dieser abfallenden Kante haben wir hier. Ich hänge es jetzt mal hier drüben rein. Vom Holz. Wir haben circa 1,20 Meter über dem Wasser angebunden. Also ihr seht jetzt die optimale Spannhöhe. Lasst den jetzt noch circa 50 cm runter, den Köder. Und fixiere jetzt die eingestellte Tiefe mit einem einfachen Schlag übers Knicklicht, dass nichts mehr rutschen kann. Fahren wir mal langsam ein Stück vor. Seht ihr jetzt, wie die Montage schön über Wasser gespannt ist. Der Wirbel unten noch über der Wasseroberfläche, das mag ich sehr gern.
Und jetzt geht es auf direktem Wege rüber ans Ufer zum Rutenhalter vom Floh. Und dort wird die Rute auf Spannung gebracht. Hecht auf Boili, unglaublich. Ja, sowas erlebt man definitiv hier nur beim Baller-Workshop am kleinen See. Ein paar Jungs haben noch ein paar Karpfenruten raus. Ein Hecht hat den Pop-up genommen, einen gelben Pop-up am Grund. Wahnsinn. Oh, jetzt hängt irgendwo. Ja, ja, passt schon. Kriegen wir schon raus. Jetzt. Ich habe eine Schnur an der Stamm, oder? Ja. Das ist meine da. Schöne Küchegröße. Hecht auf dem Karpfenköder. Unglaublich, aber wahr. Petri Tom. Petri, Dank. Immer schön die Würmer am Kopf einhängen. Mhm. Immer an der dunklen Seite. Hier okay. Ist am Schwanz, da leben sie am längsten. Robby macht es ganz schlau, ist keine dumme Sache. Ihr kennt das ja schon von vielen U-Posen-Montagen. Er hängt zwischen die Würmer noch so einzelne Tintenfischstreifen hier. Denn wenn die Weißfische hier aktiv werden, die Würmer werden sie als erstes euch runterholen. Aber die Tintenfischstreifen sind so zäh, riechen ganz extrem, aber sind so zäh, die können sie nicht runterziehen. Und so bleibt auf jeden Fall was für den Waller übrig. Ja. Einfach mal so ein paar Streifen mit reinhängen. Dadurch habt ihr eine Geruchsexplosion und auch auf jeden Fall noch was am Köder dran, am Haken dran, falls wirklich die Barsche oder die Weißfische hier eskalieren. Hier steigt die Kante langsam hoch jetzt und genau darüber ist ein ganz toller Ast mit so einer kleinen Ausbuchtung hier im Hintergrund. Und hier werden wir genau hier vor dem Hindernis. Es werden ein paar Reste von dem Baum hier sein. Unser Wurmbündel hinhängen. Die Sonne schwindet. Wir haben jetzt fast alle Montagen ausgelegt. Tom beködert jetzt noch seinen Wurm-Pop-Up-Rig. 3-4 Würmer pro Drillings. Haken drauf, damit das richtig schön pulsiert. Das ist eine der Erfolgsmontagen hier für das Angeln in stehenden Gewässern. Die könnt ihr ganz problemlos vom Ufer aus werfen. Das zeigen wir euch morgen noch. Jetzt fahren wir so schnell mit dem Boot in die Kante. Direkt hinter dem Drilling ist ein ca. 10 cm langer Tube montiert. Richtig straff auf einer 20 Gramm U-Pose. Die ist unten gestoppt. Jetzt kommt das Vorfach. Die Vorfachlänge ist immer in Abhängigkeit damit zu treffen, wie weit euer Wurm-Pop-Up-Rig unter Wasser aufsteigen soll. Genau, jetzt bereiten wir noch den Stein vor. Wir werden hier zwei Steine einsetzen, einen großen am System. Wird auch eine Nummer kleiner jetzt genügen, aber wir haben halt keine kleineren gefunden. Die Steine haben wir mitgebracht. Ein großer, wo direkt das System über eine Reißleine jetzt befestigt wird. Und ein kleiner Stein, den wir als Absenker nehmen, damit die Schnur nach dem Ablegen bis zum Ufer hin unten am Grund läuft und wir nicht Gefahr laufen, mit dem Boot abends reinzufahren und auch
keine Gefahr haben oder Gefährdung, wenn auf die anderen ausgelegten Montagen irgendwo ein Biss kommt und wir den Fisch vom Ufer drillen, dass er irgendwo in diese Schnur reinschwimmen kann. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Reißleine. 35er reicht. Wir haben ja keine Strömung. Nehme ich doppelt. Knote die auch direkt auf den Stein drauf. Schlaufe ich mir so ein. So, gib mir mal den Wirbel rüber. Direkt hier unten am Wirbel, wo er auf die Hauptschnur trifft, fixiert, einfach angeknotet. Und dieses System könnt ihr auch ganz toll vom Ufer aus werfen. Aber dazu kommen wir morgen. Jetzt gilt es erstmal, dass alle Workshop-Teilnehmer ihre Ruten im Wasser haben. Und morgen zeige ich euch, wie ihr die ganzen Sachen, die wir hier einsetzen, ganz bequem zu Hause nachbauen könnt und selber bei euch an so kleinen stehenden Gewässern hier einsetzen könnt. So, wir suchen uns jetzt einen markanten Punkt im See. Viele Gewässer sehen ja aus wie eine Badewanne. Und wir fahren jetzt so lange jetzt mal hier raus, bis irgendwo eine kleine Erhebung oder irgendwas im See kommt. Denn das sind dann auch oft die Bereiche, guckt mal hier, sowas meine ich. Mitten im See läuft jetzt hier ein richtiges Plateau hoch. Und das sind die Bereiche, die auch dann Waller in der Seemitte ansteuern, um Nahrung zu machen. Wir werden jetzt die abfallende Kante, also die Kante zum Ufer hin wählen. Und werden dann die Schnur schön verstecken. Durch unseren zweiten Absenkstein. Ich fahre jetzt nochmal zurück. Hier fällt es runter. Ich fahre noch ein bisschen die Kante jetzt wieder rein. Hier seht ihr auch ein bisschen Fischaktivität am Grund. Das werden irgendwelche Weißfische sein, die da rumschießen. Jetzt setzt ihr euer Wurm-Pop-Up-System ins Wasser. Ich fahre jetzt langsam rückwärts, dass das System ein bisschen Druck hat, sich nicht verwickeln kann. Und jetzt lasse ich es absenken. So, jetzt fahren wir beide ein Stück rückwärts. Die Kante runter direkt. Und setzen dann kurz vom Ufer unseren Absenkstein. So können wir ganz problemlos mit dem Boot hier noch abends rein und raus. Da haben wir auf jeden Fall dann das Problem, dass irgendwelche Fische, die hier rumziehen, uns in die gespannte Schnur, die jetzt knapp durch alle Wasserschichten läuft, irgendwo reinschwimmen und dann Reiß ausnehmen. So, ich hänge jetzt meinen Absenker hier ein. Bei den Grundmontagen braucht ihr nicht die gleiche Spannung draufbringen wie bei den Spannmontagen am anderen Ufer. Genau, Bremse einstellen, jetzt erstmal testen, dass du gut Druck hast. Genau, wir stellen sie so rum rein. Jetzt nimmst du immer die Schnurbel in die Hand und du merkst am besten beim Spannen, wann der Druck kommt. Genau, jetzt ist schon gut. Ja, den Wallern haben wir draußen jetzt im See Köstlichkeiten geboten und jetzt sind wir Angler dran. Jetzt gibt's Happa Happa vom Feinsten. Da kommt ein richtig schweres Unwetter auf uns zu, schon am ersten Abend
Laut Wetterbericht soll es eigentlich erst Samstagabend knallen, aber jetzt kriegen wir schon am ersten Abend wahrscheinlich gut was ab. Es blitzt, es donnert. Eigentlich Wallerwetter. Mal gucken, ob auch der Regen kommt. Und schon ist das Unwetter hier in vollstem Gange. Unglaublich, unglaublich. Eben noch gewitzelt, wird schon nicht kommen. Und jetzt knallt es richtig. Alter Falter. Das ist kein Wallerwetter mehr. Hossa. Hebt der Bulli fast ab. Hui. Hagel. Blitze. Ich hoffe, jetzt kommt kein Biss. Definitiv bei so einem Wetter, Jungs, nicht an die Rute mehr gehen, wenn es jetzt beißen sollte. Aber in der Regel haben die Fische da auch keinen Bock drauf. Aber wenn jetzt dieses Unwetter durchgezogen ist, das Wasser richtig durchgewirbelt wurde, der Regen aufhört, Sauerstoff im Wasser wieder neuer angekommen ist, dann müsst ihr aufpassen. Dann werden sie wieder Bock haben. Wasser. Schönen guten Morgen hier direkt vom Seeufer. Gestern Abend hat es ja noch richtig gut gekracht, ja, also Gewitter, Blitz, Donner, Hagel, Regen, ging richtig gut vorwärts und ich war mir eigentlich auch relativ sicher, dass nach dem ganzen Unwetter, also es ist deutlich kühler geworden jetzt, die Fische in Aktion geraten, also richtig Bock bekommen nach den langen warmen Tagen jetzt der letzten Wochen und wir definitiv einen Biss bekommen werden. Aber ich laufe jetzt nochmal alle Workshop-Teilnehmer ab. Bisher kann keiner oder konnte keiner einen Biss verzeichnen. Ja. War nichts los. Wundert mich etwas. Aber ist halt so. Ja. Ist Angeln. Wir werden jetzt alle Montagen nochmal durchchecken. Die meisten Leute schlafen ja noch, da ist überall noch Ruhe vorne. Pavillon mussten sie festhalten, der ist gestern fast abgehoben. Also es ging schon gut zur Sache. Und normalerweise sagt man ja in diesen Phasen nach so starkem Regen, nach Unwetter, werden die Fische richtig aktiv. Aber bisher geht dieser Plan oder diese Weisheit hier leider nicht auf. Wir werden jetzt nochmal alles durchschauen. Ich zeige euch dann nochmal, wie ihr unser Wurm-Pop-Up-System im Detail bauen könnt für die Fischerei bei euch am See. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir hier auch noch einen Waller fangen. So, zieh dich ran. Rute hochziehen und dann kurbeln. Ach Gott. Das ist ja verrückt. Eben habe ich euch begrüßt, dass nichts ist und im nächsten Moment geht die Rute krumm. Aber der Waller hat nur nach dem Köder geschlagen
und sich dabei am Schwanz eingehakt. Das wird jetzt natürlich eine ganz spannende Landung. Rute spielt sie hoch, Rute spielt sie hoch. Wir müssen es jetzt schaffen, irgendwie an den Kopf vom Waller zu kommen. Petri, heil. Petri, dank. Nicht ganz fair gefangen, aber naja, die Fange ist nichts, gefangen. Ne? Ja, das Frontzone-Vorfach, das Freestyle-Vorfach, Einzelhaken-Drilling, kleines Blei und der Waller hing hinten am Rücken. Wir müssen jetzt mal genau gucken, ob er vielleicht den Fisch angegriffen hat und beim Abdrehen sich eingehakt hat oder ob der Köder den Waller genervt hat. Das kommt öfters vor, wenn der Köder direkt in der Nähe des Wallers abgesetzt wird und der Wels wirklich in dem Moment überhaupt keine Lust hat auf Fressen, dass er dann irgendwann so genervt ist von dem Köder, von eurem Köderfisch oder von eurem Wurmbündel, dass er manchmal hingeht und den in dem Moment vielleicht Kontrahenten für ihn oder den Störenfried wegdrücken will. Die Fische wollen sich dann so wegdrücken oder mit dem Schwanz nach ihm schlagen, dass er abhaut. Und das kann hier natürlich passiert sein. Aber die Aktion kam morgens. Vielleicht haben wir jetzt tagsüber ein bisschen mehr Aktion. Ja. Schauen wir mal, weiter geht's. Was für eine verrückte Zeit mit verrückten Erlebnissen hier am kleinen Baggersee. Erst beißt der Hecht auf den Pop-up. Der nächste Wels kommt im Morgengrauen nach dem Unwetter und hängt am Schwanz. Und jetzt zur Mittagszeit kam aber noch ein Fisch ganz normal auf eine ganz normale Köderpräsentation. Ich habe euch ja gestern bei Ankunft hier am See versprochen, dass ich euch noch zwei Vorfächer vorstellen möchte, die ihr dann ganz in Ruhe zu Hause nachbauen könnt. Beginnen werden wir jetzt mit dem ganz normalen Vorfach, bestehend aus einem Drilling und einem Einzelhaken. Ich zeige euch auch, wie ich das Frontzone-Blei drauf befestige. Mit dem Vorfach könnt ihr mit einem Schwimmer angeln. Das Vorfach könnt ihr auch bei euch am See irgendwo an der Hecke präsentieren, so wie ich es euch gestern beim Auslegen gezeigt habe. Ich nutze hier zum Vorfachbau ein herkömmliches geflochtenes Vorfach. 1 mm stark, 80 Kilo Tragkraft, das ist ausreichend für die meisten Situationen beim Welsangeln und ziehe mir da jetzt mal einen guten Meter runter. Ans Ende von eurem Vorfach macht ihr so einen kleinen Sicherungsknoten. Ganz normalen Knoten hier in die Schnur. Und hier wird schon der erste Haken, in dem Fall ein Drilling der Größe 2-0, montiert. Wir nutzen hier den No-Knot-Knoten. Hierbei wird die Schnur ganz einfach nur am Haken gewickelt. Ich lege jetzt die Schnur hier unten durch, hänge sie hier oben am Hakenschenkel ein und ziehe den Knoten so richtig in den Hakenschenkel hinten rein, dass es schön fixiert ist.
Jetzt gehe ich 6-mal mit der geflochtenen zurück und lege sie schön nebeneinander um die eigene Achse und gehe dann mit dem Ende der geflochtenen oben durchs Hakenöhr wieder raus. Eine ganz einfache Sache, ganz einfach gewickelt, kein Knoten drin und 100% Tragkraft. Um die Wicklung hier an eurem Haken optimal und ganz einfach schützen zu können, nehmen wir hier ein kleines Stück von unserem Schlauch. Hier kommt jetzt der Schlauch in der Stärke 3x6 mm zum Einsatz. Gerade ein ganz kleines, kurzes Stück. Der Hund passt auf im Hintergrund, den interessiert es auch. Nur um den Knoten, also die Wicklung an eurem Drilling schön schützen zu können, schiebt ihr euch bis runter, feuchtet das Ganze leicht an und schiebt alles über die Wicklung so weit, dass das Öhr oben leicht wieder rausschaut. Schon ist der Drilling ganz perfekt auf eurem Geflecht fixiert. Der zweite Haken, der Einzelhaken, wird jetzt montiert. Ich nutze hier den Mega-Hook in der Größe 6-0. Ganz wichtig ist jetzt, dass ihr mit eurer geflochtenen von hinten nach vorne durchs Öhr durchgeht und passt euch jetzt schon mal circa eure Ködergröße an. Die Größe des Köderfischs, den ihr später einsetzen möchtet. Lieber ein bisschen größer den Abstand jetzt erstmal wählen. Könnt ihr nachher noch ganz einfach einkürzen. Fixiert jetzt die geflochtene hinten am Hakenschenkel, nehmt das weggehende Ende, legt es zurück und 7-mal schön nebeneinander zurückwickeln. Und geht dann mit dem Ende der geflochtenen durchs Hakenöhr vorne zur Hakenspitze wieder raus und schließt wieder euren Knoten. Eure Wicklung, ja. Es ist ja kein Knoten, das ist ja gerade der Vorteil bei diesem System. Jetzt kommt wieder ein kleines Stück Gummischlauch zum Einsatz. Das sind circa 3 cm. Einfach nur, um oben die Wicklung zu sichern. Leicht anfeuchten, das passt da ganz toll drüber. Und wieder so weit schieben, dass das Hakenöhr oben schon anfängt leicht rauszuschauen. Jetzt habt ihr eigentlich schon euer Universalvorfach fertig gebaut. Ganz einfach, easy going, ganz schnell. Jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, ob ihr euren Fisch an der freien Leine ganz ohne Blei fixieren möchtet oder ein kleines Frontzone-Blei einsetzen. Ich angle sehr gern mit diesen Bleien. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt auch an einem Gewässer unterwegs seid, wo ihr noch ein bisschen Strömung habt, um euren Köder perfekt in der optimalen Tiefe zu präsentieren. Aber auch hier am See in stehenden Bereichen, damit das Blei den Köder optimal auch bei Wind oder Welle in der Tiefe hält, wo ihr ihn präsentieren möchtet, wo er sitzen soll. Um das Blei auf eurem Vorfach zu fixieren, nutze ich wieder den Schlauch, diesmal in der Stärke 2x4 mm. Und schneide mir ein ganz kleines Stückchen runter, ich sag mal vielleicht maximal so 1 cm. Und gehe jetzt mit der geflochtenen einmal durch und lege die geflochtene nochmal im rückwärtigen Wege dadurch. Dass das so aussieht. Und schiebe das jetzt an den Punkt, wo das Frontzone-Blei sitzen soll. Knapp hier über den Haken. Nehme jetzt mein Frontzone-Blei. Gerade aufgefädelt bis zum Schnurstopper. Bis zu unserem überschlagenen Gummi. Kleiner Gummi nochmal von oben dagegen. Einmal durch.
Flochten wieder zurücklegen. Ich spanne die mir, dass er gut durchrutscht, so ein bisschen. Bis zum Blei runterschieben. Und so habt ihr das Blei perfekt und relativ unauffällig schön auf eurem Geflecht fixiert. Und hier könnt ihr jetzt direkt an euren Wirbel gehen und Freestyle euer System an eurem Baggersee, an eurem kleinen See, an eurem Gewässer zu Hause direkt in den Hecken, dicht an den Bäumen am Ufer präsentieren. Wir haben jetzt nochmal alle Montagen der Workshop-Teilnehmer kurz vor der Abenddämmerung durchgeschaut. Ich hoffe, dass wir heute Abend nicht das nächste Unwetter bekommen, damit die Fische hier ein bisschen in Beißlaune kommen. Es kann natürlich sein, dass die Luftdruckveränderung, der Temperatursturz wirklich dazu beigetragen hat, dass es nicht so läuft wie erwartet. Ein paar Fische kamen ja bis jetzt auf die Habenseite und wie gesagt, eine Nacht haben wir noch. Und wir sind guter Dinge. Was uns aufgefallen ist beim Kontrollieren jetzt, dass doch ein Großteil der Wurmbündel abgefressen war und wir müssen einfach jetzt eine Montage einsetzen, die wir schneller und einfacher kontrollieren können, weil wir wahrscheinlich viele Weißfische hier im Wasser haben, viele Barsche, die Wurmbündel ratzfatz dezimieren und für den Waller bleibt kaum was übrig. Ich habe euch dieses System schon mal in einem älteren Video vorgestellt, mein Wurm-Pop-Up-Rig. Wir haben in stehenden Gewässern bei verschiedenen Workshops schon sehr gut damit gefangen. Gestern hatten wir das System auch eingesetzt, allerdings in Verbindung mit einem Stein und einer Reißleine mit dem Boot abgelegt. Das Problem ist aber, wenn es abends ein bisschen klingelt, müsst ihr theoretisch alles wieder mit dem Boot reinholen, den Stein reinholen. Ihr macht Unruhe auf dem Wasser und wir werden jetzt dieses System sehr flexibel einsetzen. Auch ganz interessant für die Angler, die kein Boot zur Verfügung haben, also vom Ufer ihre Montagen einsetzen möchten. Und ich habe euch ja nochmal versprochen, ich wollte euch nochmal im Detail zeigen, wie wir dieses Wurm-Pop-Up-Rig bauen, wie ihr es ganz einfach zu Hause nachbauen könnt. Ihr zieht euch einfach mal einen Meter von einer 1,2 mm starken Mono runter. Wir nutzen einen Drilling in der Größe 2-0. Wir legen das Mono jetzt einfach hier an, fixieren das hinten und wickeln 6-mal zurück um die eigene Achse. Und gehen mit dem Ende der Mono durchs Hakenöhr wieder zurück. Achtet darauf, dass sich die Mono schön sauber legt, spannt das Ganze. Jetzt nutzen wir einen ca. 10 cm langen Gummischlauch, den kennt ihr, und schieben den auf unser Vorfach drauf. Feuchten die Wicklung der Mono leicht an. Schieben den richtig schön unter Druck. Über die Wicklung. Und ihr seht jetzt schon, wie schön steif dieser Bereich bis zum Haken oben geworden ist. Das überstehende Ende wird jetzt gerade hier oben bündig mit dem Schlauch abgeschnitten. Jetzt habt ihr schon schön den Abstandhalter für euer Wurm-Pop-Up-Rig, den verlängerten Arm zum Drilling erstellt. Unten dran folgt jetzt die U-Pose. Ich setze hier sehr gerne U-Posen mit 20 bis 30 Gramm ein. Sehr gerne die EVA-U-Posen. Diese sind aus einem sehr weichen Material. Das könnt ihr gleich noch gut mit Duftstoff versehen. Wird eine richtige Geruchsbombe dann. Einfach aufgefädelt bis hin zum Tube und im hinteren Bereich brauchen wir jetzt noch einen Stopper, damit die U-Pose schön eng anliegt. Dann nehmen wir einfach wieder ein kleines Stück von dem Gummischlauch
fädeln das hier hinten auf wie einen normalen U-Posenstopper. Feuchten das ein bisschen an und schieben es jetzt press bis an die U-Pose, dass ihr hier vorne am Drilling Druck bekommt und der so steif mit Abstand so in einem Bogen von der U-Pose wegsteht. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen kürzer gestalten. Ich mache jetzt ein bisschen längeren Arm. Je kürzer der Gummi ist, desto steifer, also steht der Drilling genau über der U-Pose. Ich möchte einen kleinen Abstand drin haben. Dann steht er so schön neben der U-Pose und kann sich schön über Grund später bewegen. Jetzt schiebt ihr noch ein kleines Stück Gummi gleich zur Fixierung des Knotens, des Auges auf euer System und bindet ans Ende euer Auge. Ihr könnt auch eine herkömmliche Schlaufe machen. Ich allerdings nutze lieber das Auge, weil die Schnur doppelt gelegt ist und einem höheren Druck standhält. Das Auge könnt ihr auch problemlos ohne Wirbel binden. Legt einfach eure Mono zurück, macht eine Schlaufe, geht zweimal durch die entstandene Schlaufe durch, zieht die Schlaufe nach oben hin straff, dass sich hier das Auge bildet und schließt das Auge im unteren Bereich mit einem Achterknoten ab. Zurücklegen, einmal drehen, Auge durch die Schlaufe zusammenziehen und um diesen Bereich jetzt schön anzulegen, schieben wir das kleine Stück Gummi noch drüber. Das auch gut sitzt. Knoten ist perfekt abgeschlossen. Überstehende Ende wird abgeschnitten. Und hänge ich jetzt hier unten direkt am Karabinerwirbel meiner Rute ein. Montage ist ganz einfach. Ballerwirbel mit Karabiner, Gummiperle, noch ein länglich gezogener Karabiner. Hier könnt ihr auch einen Siebum benutzen. Ich benutze lieber diese Karabiner, weil die einfach schöner auf der Schnur laufen. Mit einem Blei, was der Strömung oder der Wurfweite in eurem Gewässer angepasst sein sollte. Wir haben jetzt hier ein Blei mit 227 Gramm, also um die 200 Gramm. Das reicht vollkommen hier für die kleineren stehenden Gewässer, damit euer Wurmbündel am Grund sicher liegen bleibt, ihr auch ein bisschen Druck drauf aufbringen könnt und der Wels beim Biss sicher gehakt wird. Hier folgt jetzt schon euer Rig. Dieses stellt sich dann am Grund bis zum Blei hin auf. Das wird jetzt schön beködert. Und das Gute an dieser Montage ist jetzt, dass wir vom Ufer immer interessante Bereiche hier knapp an der Uferkante anwerfen können. Die Rute eine Stunde liegen lassen können, also probieren, ob da ein Fisch vorbeikommt oder ob viele Würmer abgefressen werden. Und dann einfach das ganze System wieder einkurbeln können, ein Stückchen weitergehen und an einem anderen Platz wieder durch einfaches Auswerfen präsentieren können. Also wir sind einfach schneller, flexibler als mit dem Boot und mit der Steinmontage und können besser kontrollieren, ob die Mitesser, Mitfresser am Grund unser Wurmbündel dezimieren. So sieht das Ganze aus. So, und jetzt setzen wir die Rute ein. Spray nehmen wir uns noch mit. Rute nehmen wir mit. Jetzt suchen wir uns den ersten spannenden Platz. Hier liegen jetzt schon ein paar Ruten draußen, gespannt. Und hier vorne in dem Bereich, direkt am Schilf, am Gras, werden wir die Rute jetzt einfach einsetzen. Mal gucken, ob sich dort ein Interessent zeigt. Und wenn es permanent klingelt durch irgendwelche Mitfresser, holen wir sie rein, kontrollieren nach und werfen sie wieder neu aus am nächsten Platz. Auf geht's! Thank you.
Hier im hinteren Seebereich, merkt ihr, ist viel, viel ruhiger. Im vorderen Seebereich, wo auch die Bewirtung ist für unsere Workshop-Gäste, ist jetzt natürlich viel Stimmung. Die Angler sitzen zusammen, die erzählen sich Geschichten, es wird laut gelacht. Habt ihr sicherlich ja auch auf der Kamera eben bei der Montageerklärung gehört. Und das checken wahrscheinlich auch die Fische. Ja? Die sind ja nicht stumm. Vor allen Dingen in so kleinen stehenden Gewässern checken die ganz schnell, wenn da was los ist. Und wir haben uns jetzt hier in eine Ecke verzogen. Schaut mal hier. Im Eck ist es schön ruhig, zwei Spannmontagen hängen da drin, aber sonst ist hier gar nichts los. Und hier vorne in dem Eck werden wir unser Wurm-Pop-Up-System jetzt mal anbieten, eine Stunde liegen lassen, gucken, was passiert. Ich glaube, dass wir auch nur tagsüber die Probleme mit diesen Mitessern, Mitfressern haben, dass das jetzt heute zum Abend hin weniger wird. Aber das können wir jetzt ganz einfach testen, indem wir einfach immer permanent die Rute alle Stunde mal kontrollieren. Ich sprühe jetzt die Würmer noch mal schön ein. Und auch ein bisschen was auf die U-Pose drauf. Ich zeige euch mal hier vorne im flachen Wasser, wie sich das Wurm-Pop-Up-System verhält, wenn das Blei am Grund liegt. Jetzt ist es natürlich noch sehr, sehr flach im Uferbereich, aber ich glaube, ihr könnt das jetzt schon gut erkennen, wie toll die Würmer unter der U-Pose dann angeboten werden. Wichtig ist, dass ihr jetzt schön Druck auf das Blei bringt, also euer Vorfach direkt wieder an den Wirbel, an die Gummiperle, den kleidenden Wirbel, wo das Blei eingehangen ist, ranzieht. Die Rute stellen wir genauso hin wie beim Angeln mit der U-Pose oder wie beim Spann. Stellen nur die Bremse ein bisschen leichter ein. Nicht so leicht wie beim Karpfenangeln, schon unter Druck, aber doch etwas leichter als beim Spannen. Dass die Spitze eurer Rute leicht Druck bekommt. Jetzt ist das Blei ein bisschen nachgerutscht. Jetzt hat sie schön Druck. Glöckchen dran. Beobachten jetzt mal bis zur Dunkelheit, was hier passiert. Und dann ganz flexibel weiter angeln, reinholen. Falls wieder Mitesser da sind, neu beködern und am neuen Platz präsentieren. Und so können wir auch ganz toll abends für ein paar Stunden Platzhobbing an so kleineren Gewässern betreiben. Das Wurm-Pop-Up-Rig an beliebiger Stelle durch Auswerfen präsentieren. Wenn ihr jetzt keine Schüttler in der Rute habt, also keine leichten Bisse, könnt ihr euch auch sicher sein, dass die Würmer noch dran sind. Überträgt sich ja perfekt jetzt auf die Rute. Und so könnt ihr dann immer stundenweise einen neuen Platz probieren, wo die Waller jetzt hier an den Kanten im See entlang ziehen. Oder einfach auch eure Rute liegen lassen. Das liegt ganz an euch. Schauen wir mal, ob das jetzt hier fernab vom Trubel Erfolg bringt. Guckt mal, was ich hier vorne im Grasland gefangen habe. Genau am Ufer. Ich habe den eben in der Kopflampe gesehen. Ein ganz, ganz kleinen Wels. Ich mach den mal hier in meinen Becher. Blub. Ganz hier vor dem Uferbereich schwirren die ganz, ganz kleinen Waller rum. Der hat noch keine 10 cm, aber schon richtig toll ausgeprägt. Wahnsinn. Ganz hier vorne
wie ich eben noch mal im Schlauchboot war, habe ich ihn gesehen. Habe erst gedacht, es wäre eine große Kaulquappe. Aber hier ist er rumgeschossen. Da denke ich, liegt mein Wurm-Pop-Up-Bündel, genau an der Kante hier draußen. Doch nicht schlecht. So, dann lass mal wieder abschießen. Komm. Der will gar nicht raus aus dem Becher. Da ist er. Und wieder rein ins Gras. Da kommt er. Wahnsinn. Ist ja wirklich verrückt, oder? So kleine Welse direkt in Ufernähe hier im Grasland. Also immer Augen aufhalten. Wenn ihr abends am Ufer unterwegs seid, da könnt ihr einige verrückte Sachen erleben. Und mit etwas Glück sogar mit der Hand fangen. Ich habe mir jetzt schon mal provisorisch ein paar Ersatzwürmer mitgenommen. Mal schauen, die Rute liegt jetzt anderthalb Stunden. Na, seht ihr? Ein paar Mal hat es geklingelt, aber nicht sonderlich stark. Fressen sie schon gut ab, die Jungs. Ich hoffe, dass es jetzt in der Dunkelheit ein bisschen besser wird. Aber mit dem System haben wir jetzt halt die Möglichkeit, ganz schnell einfach zu kontrollieren. Und müssen nicht immer den Stein jetzt mit dem Boot reinholen oder abreißen und neu setzen. So können wir schön flexibel hier in den Ecken angeln. Geht ja rucki zucki. Aber glaubt man gar nicht, wie schnell dann doch die Mitesser die Würmer dezimieren können. Ist hier auch sehr auffällig. Ne? So, jetzt setzen wir es ein bisschen am anderen Platz. Zu viel Spannung drauf bringen, dass das Blei nicht hüpft. Und achtsam bleiben. In einer Stunde kontrollieren wir nochmal, wenn kein Biss kommt oder wenn es stärker klingelt. Und setzen sie wieder an einen anderen Platz. Rübergehen, rübergehen. Leute. So. Oh mein. Ich will mal eure Rolle. Das ist ein großer. Das ist ein großer. Schade. Ja. Ich muss schon helfen kann. Alle hätten wir den Ball flaschen gehen. Habt ihr den Kescher mal bitte? Ich hab meinen Zeug um neun Donner. Gehen wir hier drinnen durch, können wir hier vorne Kirche in der Hand lassen. Ich kann mal auf Mainz gehen. Also hier ist wirklich komplett verrückt. Waller am Schwanz, Hecht auf Pop-Up-Boilie und der Graser auf die Waller-Boilies, auf die Waller-Route, auf die Waller-Montage. Wir haben bis eben kurz vors Ufer gedacht, das ist ein starker Wels. Wahnsinn. Aber es ist ein toller Graser. Petri, der Graser auf die Wallerkugeln. Wahnsinn.
Moin, moin. Leider, wie erwartet, kam das Regenwetter zurück. Gegen Mitternacht gab es hier einen richtigen Schlag. Dauerregen bis jetzt in die Morgenstunden. Wir haben jetzt 6 Uhr. Es ist richtig kalt geworden draußen. Also bestimmt ein Temperatursturz von, hab ich jetzt mal, 10 Grad rum. Also richtig frisch. Und bisher kam keine weitere Aktion mehr. Nichts ist mehr passiert. Ich habe dann kurz bevor ich ins Bett bin, nochmal das Wurm-Pop-Up-Rig ganz am Ende vom See kontrolliert. Diesmal waren alle Würmer dran. Ich habe die Rute nochmal umgesetzt. Aber anscheinend schlägt den Fischen das Wetter doch sehr auf den Magen. Gestern Abend noch dieser vermeintliche Waller auf die Wallerboilies draußen im See. Entpuppte sich als starker Graser. Sowas gibt's ja. Also da seht ihr aber mal, was doch die Fische auch für eine Kraft haben und was die von einer Wallerrolle die Schnur runterreißen können. Also es war ja, der Angler war sich bis zum Ende sicher, bis er den Fisch gesehen hat, dass er da einen Wels dran hat. Und dann hat es sich als Graser entpuppt. Aber ansonsten ist es ruhig geblieben, ja. Aber das ist Angeln, ja. Kann man nichts machen. Jetzt heißt es für uns natürlich hier raus, Regenklamotten anziehen, ganzen Montagen reinräumen, alles aufräumen und dann geht's weiter. Schlechtes Wetter ist beim Angeln ja eigentlich überhaupt kein Thema und es gehört dazu, aber in dem Moment, wo wir dann alles hier einpacken und zusammenraffen, Dauerregen, das macht wirklich nicht den größten Spaß. Es waren trotzdem, trotz der Wetterkapriolen in der Dunkelheit, wo eigentlich Beißzeit ist, zwei wunderschöne Tage hier am kleinen Baggersee. Ein paar Fische wurden ja gefangen, aber es war wirklich ein sehr kurioses Angeln. Ja, also viele verrückte Sachen sind passiert, aber das gehört dazu und das macht die ganze Aktion auch spannend. Auch im nächsten Jahr werden wir wieder einen Workshop in Zusammenarbeit mit Fischers Angelshop planen. Anmelden könnt ihr euch direkt beim Franz im Laden. Auch schon jetzt Plätze vorreservieren. Im nächsten Jahr planen wir zwei Gewässer gleichzeitig zu beangeln. Einmal den Regen, genau nebendran. Und hier wieder diesen See. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was für eure eigene Fischerei mitnehmen. Jetzt geht es für mich direkt weiter zum nächsten Workshop. Es geht an den großen Fluss, an die Donau. Und ich bin wirklich gespannt, was uns und die Teilnehmer dort erwarten wird. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, viel Spaß beim Angeln und lasst euch von dem Wetter nicht unterkriegen. Ciao, ciao.